Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Samsung GQ55QN700BTXZG-Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und einen Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll bei einer Bildschirmauflösung von 7680x4320 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 Hertz. Quantum-Matrix-Technologie. Die Weiterentwicklung von Neo QLED verwendet Quantum-Matrix-Technologie, die mit höchster Genauigkeit unsere Quantum-Mini-LEDs steuert. Dank präziser Lichtsteuerung kannst du kleinste Details gleichermaßen in den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen genießen. Real 8K Resolution. Betritt eine Welt der ultrascharfen 8K-Auflösung und erlebe, wie TV-Bilder in einer beeindruckenden Dimension in dein Wohnzimmer einziehen. Tauche ein ins Geschehen und lass dich von natürlicher Leuchtkraft und räumlicher Tiefe überzeugen. Dafür sorgen 33 Millionen Pixel, das entspricht einer viermal höheren Auflösung als 4K. Quantum HDR 2000. Quantum HDR 2000 ermöglicht außergewöhnliche Nuancen und Details. Genieße intensive, akkurate Farben und tiefe Kontraste, die durch die Quantum-Matrix-Technologie förmlich zum Leben erweckt werden. Die dynamische Farbtondarstellung von HDR 10 Plus kann Farb- und Kontrasteinstellungen in verschiedenen Szenen anpassen und ermöglicht es dir, dich an feinen Nuancen zu erfreuen. Neural Quantum Prozessor Lite 8K. Der Neural Quantum Prozessor 8K Lite sorgt für ein optimales Seherlebnis. Brillantes 8K AI Upscaling sorgt dafür, dass du alle Inhalte in bester 8K-Qualität erleben kannst. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jede Sehbedingung anpassen, um auf diese Weise deine Lieblingsinhalte zu optimieren. Minimierte Reflexionen. Die Anti-Reflex-Beschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen dein Bild stören. Dank weniger Irritation durch reflektierendes Licht kannst du von verschiedenen Sitzpositionen aus in aktuelle Blockbuster eintauchen. Eye-Komfort-Modus. Der einzigartige Augenkomfort-Modus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden. 100% Farbvolumen. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben. Nahezu ohne Farbverlust. Motion Accelerator Turbo. Bring die Bewegungsdarstellung in deinen Lieblingsgames auf ein hohes Level. Mit der dynamischen Bildwiederholratentechnologie Motion Accelerator Turbo von Samsung verfügst du über eine situationsspezifische Bewegungsanpassung auf 60 Hertz Basis, die VRR und 120 Hertz Gaming Content unterstützen kann. FreeSync Premium Pro. Basierend auf der AMD FreeSync Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten Fernseher, die für die AMD FreeSync Premium Pro Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR Gaming Erlebnis. Eine Kombination aus flüssigem Gaming bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikbereich bei gleichzeitig niedriger Latenz. Für dein flüssiges Gameplay. Die Farbe des Fernsehers ist ein Sandcarbon-Edelstahl. Er wiegt 24,4 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 122,48 cm in der Breite, 70,53 cm in der Höhe und 1,78 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x300 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 268 kWh pro Jahr. Infinity One Design. Genieße ein immersives Seherlebnis in Kombination mit einem eleganten Design. Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15mm Profil. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse: einmal USB Type-C for Camera, dreimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, viermal HDMI 2.0, einmal Satellite In Sub F-Type Female, einmal Satellite In F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna RF Female und einmal CE+1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN,
Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless TV On, WoW, Wired TV On, WOL und Wireless DeX. SmartThings. Lass deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-, Kamera-, IoT-, Smart-Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern. Videocalls auf dem TV-Screen. Führe deine Videocalls direkt auf deinem TV durch und profitiere vom großen Screen. Dank der erweiterten Partnerschaft mit Google Duo und MS Teams hast du die Möglichkeit, deine bevorzugte Anwendung auszusuchen. Außerdem kannst du jetzt neben der Samsung SlimFit-Kamera und der Logitech Webcam auch deine eigene Smartphone-Kamera anschließen, was den Zugang zu Videoanrufen erheblich erleichtert. Kostenfreie Streaming-Vielfalt. Mit Samsung TV Plus erhältst du sofort Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Spielfilmen und weiteren Inhalten. Ganz ohne Registrierungen, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzlichen Diensten. Einfach Samsung TV Plus einschalten und aus dem vielfältigen Programmangebot auswählen, was dich anspricht. Komfortable Sprachsteuerung. Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl, Bixby oder Amazon Alexa. Diese Assistenten sind im Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit moderner Bedienung zu ermöglichen. Der Fernseher verfügt über 6 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 60 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Object Tracking Sound Light, OTS Light. Virtueller 3D Surround Sound lässt dich den Sound nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Q-Symphony. Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichmäßig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss. Dolby Atmos. Genieße ein Dolby Atmos-Erlebnis der nächsten Stufe, das dich mit multidimensionalem Klang direkt ins Geschehen eintauchen lässt. Mit Dolby Atmos liefert Neo QLED ein unglaubliches Audioerlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 6.5 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Stream deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit 3 Kategorien, Medien, Spiele und Hintergründe, optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem wie du deinen Fernseher nutzt. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Integriertes Audiosystem funktioniert nur mit Wand. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Einfacher Aufbau, Spitzenbildqualität, wiederaufladbare Fernbedienung, inklusive zusätzliches langes Kabel, Gaming-Modus für verbesserte Latenzzeiten, einfaches Verbinden von Audiosystemen, vielfältige Bildeinstellungsmöglichkeiten, der TV steht sicher und fest, die Montage des Halters geht schnell und einfach. Das war mein Testbericht zum Samsung GQ55QN700BTXZG-Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!